6,5 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Dauert das lange. 2000 Jahre später. Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zur 21. Folge unserer Pack Road to Glory. Ja, heute gibt es eine XXL Pack Opening Folge. Richtig geil, habe ich richtig Bock drauf, Freunde. Wir haben 200.000 Münzen und hier sehen wir dann nochmal die Abstimmung. Ich habe eben bei Facebook nachgefragt und ungefähr 90% waren einfach für ein 200.000 Münzen Pack Opening. Ja, heute haben wir dann noch, wo sieht man das denn immer? Normalerweise kommt hier doch immer so ein Fenster. Eden Hazard, Iraola, Javier Pastore und Javier Hernandez haben wir dann noch als Man of the Match. Also da gibt es auf jeden Fall ordentlich was zu ziehen. Ja, und falls du auch noch Packs öffnen willst, keine Münzen hast, dann schau gerne bei unserem Sponsor unten in der Videobeschreibung vorbei. Denn dort kriegst du Münzen, PSN-Cards und natürlich auch Microsoft Points. Und bald kommt ja das Team of the Season. Und wir fackeln gar nicht lange. Wir gehen jetzt einfach mal in den Shop rein und öffnen dann unsere Packs. Wir haben sogar hier Promo-Sets und zwar Premium-Goldspieler-Set. Nichts als Spieler, ideal um ultimative Mannschaften aufzubauen. 12 Spieler, mindestens 10 Gold. 3 seltene. Wir werden, glaube ich, 5 Stück hiervon öffnen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl. Und ab geht die Post mit dem ersten. Komm schon, gib uns was Gutes. Wir brauchen mal wieder einen Inform. Und das ist... Oh, Kyle Walker. Richtig schneller Mann. Garcia haben wir dann noch. Bruno Alves. Kein schlechter Innenverteidiger. Aitor, lass mal besser. De Jong haben wir. Jefferson, ein guter Linksverteidiger, was die Brasilianer angeht. Walker natürlich der beste Rechtsverteidiger mit im Spiel. Dörley, Richards, Destro, Taider und Nezi. Dann sehen wir uns beim zweiten Pack wieder. Wen bekommen wir in unserem zweiten Pack? Es ist Alex, ein recht langsamer Mann. Da haben wir noch den Johnny Haitinga, Oscar Balzaretti, Alex Abidal. Lafita mit seiner geilen... wie der aussieht. Ey, der sieht einfach aus wie Elvis Presley mit seiner Dauerwellenlocke. Dann haben wir noch Traoré dabei. Kokorin, ein schneller Mann. Origi, Song und Iraisos. 3, 2, 1 und boom! Wir haben Emenike. Der ist richtig geil. Fernando Navarro, Kazayev, Morales, schnell, schnell. Romolo, auch ein sehr guter ZM. Emenike natürlich überragend, Petrak und Valencia, auch ein schneller Mann, hör mal, da kriege ich auch ein richtiges Kolgate-Lächeln, wenn ich den sehe. Jakuna, Trommelwirbel und Oxlade-Chamberlain haben wir drin, den haben wir doch schon, meine Güte. Gönül, ein ganz guter Rechtsverteidiger, Diaby gefällt mir auch gut, Itzko, Kebe, Nordweit, Gladbacher, richtig gut. Auch Bonner haben wir drin, auch ein starker Mann. Januzaj, Kalou, Varela und Ekulele Manga. Letzte 25k-Pack, Trommelwirbel! Alvaro Negredo. Meine Güte, du Pisser, Mann. Den haben wir denn noch drin? So, wir haben Pienaar gezogen. Jones, der sieht gut aus. Den Eberter, Mann. Wie viele Skills? 3 Sterne. Rondon, ein starker Spieler. Paredes, Robin Knoche. Gümetz und Negredo. Mal gucken, was wir mit dem anfangen können. 7,5k-Pack Eden Hazard. Und wir ziehen Rodriguez. Maxi Rodriguez, der hat einmal bei Argentinien so ein geiles Tor geschossen. Ich glaube, es war bei der WM 2010 oder so. Arbeloa, Mustafi, die Neufeld, die gefällt mir. Schon ein Inform muss drin sein. Und wir ziehen wieder Ocona und Fernando. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen hier Umstellung mit den Chelsea-Trikots. Haben wir raus, haben wir rein. Reginusen, Reginusen, Bueno und ja, das war für den Arsch. Ich werde wieder nicht hingucken, die Spannung steigt, die Spannung steigt. 3, 2, 1. Bellarabi, Yilmaz, Tiani, Astori, Wellington, Malos, wir haben viele Brasilianer drin, Grenier, Drimic, Kurzawa, wa? Davari, Rey und Bellarabi. Ja, Freunde, ich baue jetzt mal ein neues Team zusammen. Das haben sich ja auch viele von euch gewünscht. Dann machen wir auf jeden Fall ein Spiel. Seid ihr bereit für das ultimative Team unserer Pack Road to Glory?
3, 2, 1 und boom! Hier sehen wir es. Wir haben Buffon im Tor, Verteidigung, Jefferson, Juan Jesus. Wir haben hier Rodriguez, natürlich unseren Richards in der rechten Verteidigerposition. Nordweit Fernando, Malos, Jakunan, Kruse und Kiyotake haben wir vorne drin. Wir haben hier 4 Ligen, 7 Nationen, ist natürlich jetzt kein Super Hybrid. Nicht jeder kommt auf die volle Chemie, aber ich denke mal, das kriegen wir in den nächsten Episoden noch hin. Werde mir da auf jeden Fall noch ein bisschen Mühe geben und noch ein, zwei andere geile Teams zusammenbauen. Jetzt gehen wir aber erstmal in das Ligaspiel. Ab geht's und go! So, hier haben wir auch schon unseren Gegner gefunden. Lupio mit einem französischen Team, das nicht von schlechten Eltern ist. Das hat Superspieler Lloris, Koscielny, Pogba, Lacazette. Das wird keine leichte Aufgabe. Wir geben alles. Oh, den fangen wir ab, Junge. Nordweit, der Gladbacher Mann. Komm schon, Junge, geh vorbei. Setz dich super durch. Das neue Team rasiert direkt nach 3 Minuten 1:0 Nordweit. Durch 2 Meilen Anfahrer durchgelaufen. Oioioi, Fernando Sucre. Tiki-Taka, komm, wir ziehen den Ball nochmal kurz zurück. Roulette. Schusstäuschung. Nochmal der Roulette. Vorbei, noch ein Roulette. Jetzt gehen wir einfach vorbei. Foulspiel. Malos, der kann die Free Kicks. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Ding. Der Torwart regungslos. Was ist denn los, Freunde? Was ist denn los? Junge, das Team rasiert ja unnormal. Schaut euch diesen Freistoß an. Oh mein Gott. Hier riecht es nach Rage Crit, Freunde. Nächster Angriff. Ja. Komm. Lauf, Junge! Komm, gar nicht mehr klar, Freunde. 8 Minuten gespielt mit dem neuen Team. 8 Minuten und wir führen einfach 3:0. Was war denn das jetzt? Oioioi, los geht's hier mit Jakunan. Der zieht den Ball nochmal hoch und da läuft sich unser Malos frei. Super geschickt, Malos. Komm. Oh. Oioioi, Torwart. Nein. Komm, Kombination jetzt hier. Übersteiger. Und jetzt schicken wir Rondon in den Lauf. Leit nochmal weiter. Absolut richtige Entscheidung. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Komm jetzt. Oioioioioioi. Wie macht er den denn aus dem Winkel? Rondon eingewechselt mit seinem Treffer für unsere Pack Road to Glory Mannschaft. Aus dem Winkel. Den muss er erstmal machen. Maxine am Ball. Komm. Kombination jetzt hier Nordweit. Was macht der denn da? Malos läuft sich frei. Nochmal direkt weitergeleitet und. So, Maxim am Ball. Quick Ball Rolls. Dann der schöne Scoop-Turn rein. Hacke zu Hacke. Ballrolle vorbei. Und jetzt schießen wir ihn rein. Jetzt klappt alles heute, Freunde. Heute klappt alles. Maxim mit seinem Treffer geht hier schön vorbei mit der Ballrolle. Und dann einfach in die kurze Ecke zum 5:0. Ja, Freunde, das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 5:0. Da haben wir den Gegner aber mal ordentlich rasiert. Hier direkt nach 3 Minuten haben wir schon gefühlte 3:0 geführt. Ja, das war's dann soweit auch von dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Schaffen wir die 10.000 Likes für dieses XXL-Pack-Opening und für diesen Rasur 5:0-Sieg. Und schreibt mal in die Kommentare, welche Ligen ihr in den Teams am liebsten sehen würdet. Also Liga BBVA, also spanische Liga, englische, deutsche, französische, was auch immer. Vielleicht fällt mir irgendwas ein mit einem schicken Hybrid. Das war's dann soweit von mir. Macht's gut, schönen Abend noch, haut rein und ciao! Ja, Mann, oh mein Gott, Bolasie in Form. Das gibt's doch nicht, Freunde, wir ziehen Bolasie in Form. Geile Scheiße, Mann. Oh mein Gott, den gibt's nicht mal auf dem Markt, ey.